Am 1. Juli 2015 hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen ihrer Jahresversammlung zu einer Festveranstaltung in das Audimax der Ruhr-Universität Bochum eingeladen. DFG-Präsident Professor Peter Strohschneider begrüßte die Gäste und betonte mit Blick auf den folgenden Festvortrag, wie wichtig Freiheit für die Wissenschaft ist. Von derart zentraler Bedeutung ist die Freiheit von Wissenschaft, dass man geneigt sein könnte, sie für eine Selbstverständlichkeit zu halten. Doch das ist sie nicht. Sie ruht auf einem normativen Fundament, das keineswegs je schon und überall anerkannt wäre. Ein Fundament, das vielmehr immer neu zu erstreiten und zu verteidigen ist und dessen Geltung und praktische Durchsetzung unentwegt, kontinuierlich reproduziert werden muss. Die Freiheit der Wissenschaften stellt ja ein beachtliches Wagnis dar. Ein Wagnis einerseits für Gesellschaft und Staat, die sie als verfassungsmäßiges Privileg gewährleisten, die aber auch verpflichtet sind, die Wahrnehmung dieser Freiheit zu ermöglichen durch verlässliche Organisation und auskömmliche Finanzierung von Wissenschaft und die dennoch dazu bereit sein müssen, vom direkten Durchgriff auf die Wissenschaft abzusehen. Als Vorsitzende der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz dankte die Staatsministerin für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz, Vera Reiß, der DFG für eine kluge Mischung aus Dynamik und Beständigkeit. Wenn Wissenschaft und insbesondere das forschende Nachdenken der klugen Köpfe, die in Forschung und Lehre tätig sind, nicht in Bewegung bleibt, dann kann sie nicht gut sein. Stillstand kann es in der Wissenschaft nicht geben. Zugleich ist Beständigkeit ebenso lebenswichtig wie die Freiheit von Forschung und Lehre. Beständigkeit nicht im Sinne von Behäbigkeit oder Stillstand, sondern im Sinne von guten und sicheren Rahmenbedingungen, auf die Hochschulen und Forschungseinrichtungen ebenso angewiesen sind wie die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Für genau diese kluge Mischung, Sie haben es eben auch erwähnt, Herr Strohschneider, aus Dynamik und Beständigkeit steht die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für Ihre intensive und erfolgreiche Arbeit danken möchte. Sie ist erfolgreich als Selbstorganisation der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und damit, das kann man mit Fug und Recht sagen, international vorbildhaft. Mit ihrem rein nach wissenschaftlichen Kriterien ausgerichteten Wettbewerbsverfahren ist sie verlässlich und renommierte Garantin dafür, dass unsere finanziellen Zuwendungen gezielt dort ankommen, wo sie den größtmöglichen Effekt haben, bei den qualitativ hochwertigsten Forschungsvorhaben. Der Gastgeber und Rektor der Ruhr-Universität Bochum, Professor Elmar Weiler, freute sich mit seinen Gästen über ein außergewöhnliches Jubiläum. Die Ruhr-Universität ist gestern, vor 50 Jahren, also am 30. Juni 1965, festlich eingeweiht worden. Die Hauptversammlung der DFG in diesem Jahr findet also just ummantelnd um diesen Termin herum statt. Und es ist eins der schönsten Geburtstagsgeschenke, das Sie uns haben machen können. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Als Richterin am Bundesverfassungsgericht fesselte Professor Susanne Beer von der Humboldt-Universität Berlin die Zuhörerschaft mit ihrem Festvortrag zum Thema autonome Verantwortung, Wissenschaftsfreiheit als Gestaltungsaufgabe. Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Mehr sagt das Grundgesetz nämlich nicht. Da fängt es an und da endet es für mich ja dann auch. So schlicht und hoffentlich auch so für Sie Profis noch ergreifend ist das, was das Grundgesetz uns mit auf den Weg gibt. Und Karlsruhe sagt ja, das ist wertentscheidende Grundsatznorm. Auf der Ebene der Vereinten Nationen ist die Wissenschaft als Teil der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte geschützt. Auch das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen, als Teil der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. Da sind Zusammenhänge benannt. Aus der deutschen Perspektive geht das Grundgesetz kein Sonderweg, es ist in guter Gesellschaft, aber ihm ist der Geist Wilhelm von Humboldts deutlich anzumerken, denn das Grundgesetz nennt Forschung und universitäre Lehre als Einheit. Das ist da wichtig. Das wird auch wichtig, wenn sich Forschende auf die Wissenschaftsfreiheit als Recht auf Ausgestaltung ihrer Lehre berufen.
Die Rechtswissenschaftlerin zitierte Wilhelm von Humboldt als Vordenker der deutschen Universitäten und gratulierte der deutschen Forschungsgemeinschaft. Wilhelm von Humboldt hat aber nicht nur gesagt, muss jetzt sein und in Freiheit und Autonomie, sondern hat sofort auch geklagt. Er sagt, ich zitiere, die Fachgelehrten seien die unbändigste und am schwersten zu befriedigende Menschenklasse. Mit ihren, ich zitiere übrigens weiter, mit ihren sich ewig durchkreuzenden Interessen, ihrer Eifersucht, ihrem Neid, ihrer Lust zu regieren, ihren einseitigen Ansichten, wo jeder meint, dass nur sein Fach Unterstützung und Beförderung verdiene. Es könnte sein, dass Ihnen das nicht nur als Zitat bekannt vorkommt. Umso mehr möchte ich der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das ist ein Festvortrag und kein Symposium heute, gratulieren. Ich möchte Ihnen gratulieren, weil Sie diese eminent schwierige Bändigung der Fachgelehrten schon lange ziemlich gut meistern. Damit leisten Sie zur Wissenschaftsfreiheit eben einen eminent wichtigen Beitrag. Als Gemeinschaft der Forschenden selbst verteilen Sie Mittel, Geld und oft noch wichtiger Reputation, um den Dingen und den Ideen auf den Grund gehen zu können. Ihr Auftrag, die Forschung zu fördern und damit die Wissenschaftsfreiheit zu sichern, den nehmen Sie seit Jahrzehnten erfolgreich wahr. Deswegen sind und werden Sie auch weiterhin Key Player sein in den Förderprogrammen von Bund und Ländern und strahlen längst weit über die Grenzen Deutschlands, insbesondere auf den ERC, aber auch darüber hinaus aus. Wunderbar. Anlass zur Freude, Stolz. Susanne Bär betrachtet darüber hinaus auch die Wissenschaftsfreiheit als Prinzip. Verantwortung der Wissenschaft selbst im Zentrum bedeutet dann auch kritische Selbstreflexion. Das ist natürlich der Gencode der DFG, insofern ist es Preaching to the Converted. Sich immer wieder kritisch reflektieren, ob die Vorhaben in die Zukunft weisen, die von der DFG gefördert werden müssen, ob die Forschungsförderstrukturen noch taugen, ob das wirklich uns weiterbringt. Ich gratuliere Ihnen, der DFG, zu den Anstrengungen, die Sie unternehmen, um diese Verantwortung für die Wissenschaft wissenschaftsadäquat zu tragen. Die Bewertung wissenschaftlicher Qualität, auch die harte Bewertung, auch die differenzierende Bewertung und auch die Entscheidung, daran Folgen zu knüpfen, Reputation und Geld, Ressourcenverteilung, also der Markenkern, ist wissenschaftsadäquates Handeln. Oder anders formuliert, Geld und Geist vertragen sich. Um sich weiter zu vertragen, müssen sie sich natürlich weiter ändern. Das ist ja aber klar. Natürlich gilt das nur, wenn diese Bewertungen sachgerecht in transparenten Verfahren nach festgelegten Kriterien eben sachlich und vorurteilsfrei, ohne jede strukturelle Gefährdung der Freiheit erfolgt. Güte und Gleichstellung vertragen sich übrigens auch sogar sehr gut. Die Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit erfolgt im Vertrauen darauf, dass das, was dort geschieht und das, was auch in der DFG geschieht, verantwortet werden kann. Aber das ist ja eben Ihr Gencode. Güte, Geist, Gleichstellung, Fairness, Forschung und so weiter. Und das ist Ihnen längst klar. Vielen Dank.